Wie versprochen melden wir uns heute zurück aus Fellbach. Heute eröffnen wir unser neues Musterhaus. Im Rahmen des ersten Beitrags haben die Teammitglieder des Teams Fellbach Ihnen gesagt, auf welche Highlights Sie sich im Haus besonders freuen. Und lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie diese jetzt im fertigen Ausbaustadium in einem tollen, schicken Beanshenker-Haus ausschauen. Auf geht's, zum Wohl. Zum Wohl. Was würdest du da besonders hervorheben bei dem Raumkonzept? Für mich so als Familienmensch auf jeden Fall das tolle Wohnsitzfenster, wo man sich auch mal mit der ganzen Familie drin kuscheln kann. Das ist eine super Geschichte, das hat man sonst nicht. Das ist einfach mal ein Ambiente, das wo einfach zu einer Familie gehört. Was habt ihr hier noch realisiert in dem Haus? Ja, wir haben wirklich Kinderbereiche geschaffen, wo wir auch geschaut haben, dass die Kinder in ziemlich gleichen Räumlichkeiten wohnen, wo man auch nochmal ein zusätzliches Kinderbad integriert, also wo die Kinder ihren eigenen Bereich haben, ohne jetzt das Elternbad aufzusuchen, einfach einen Bereich, wo sie komplett auch autark macht, für Teenies und für junge Erwachsene. Also wir haben geguckt, dass das Leben in diesem Haus abgebildet wird. Und Kochen und Essen ist ja ein Bereich, der zusammengehört. Und Wohnen ist ein Stück weit etwas anderes. Und so ist hier auch die Architektur aufgebaut. Das heißt, wir haben Kochen und Essen als eine Einheit, das Wohnzimmer etwas separiert, aber trotzdem noch mit Blickachsen, dass eine schöne Großzügigkeit hier ist, aber die Räume und diese Lebensbereiche ein Stück weit separiert sind und damit ein normales Leben abgebildet wird. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt ein Musterhaus mit einer linearen Treppe haben, weil das ein Kundenwunsch ganz häufig ist bei meinen Kunden. Ein Lichtraum nach oben, was auch häufig nachgefragt wird, ja, kann man das denn machen, wie sieht es denn aus? Und hier werden wir endlich mal die Möglichkeiten von Beanshenker zeigen können. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen hier im Schwabenland. Heute aus Hamburg angereist, wo wir euch vor einigen Wochen besucht haben. Wir waren in den Heiligen Velux-Hallen in eurem Schulungszentrum. Wir haben viel gelernt. Den Beitrag, liebe Zuschauer, können Sie nachher im Anschluss an den Kurzbeitrag aus Fellbach anschauen. Und dazu wollen wir heute einen Beweis antreten. Sag unseren Zuschauern doch mal, was wir heute hier beweisen wollen. Genau, vielen Dank, Friedemann, für die Einladung. Wir stehen ja in der Galerie hier im Obergeschoss des Hauses und haben die Fenster, die wir eingebaut haben, haben wir erstmal verdunkelt. Und wir messen jetzt einmal hier, wir haben knapp 30 Lux auf dem Luxmeter. Das ist so gut wie gar nichts. Und jetzt werden wir die gleich mal aufmachen und dann schauen wir nochmal. Und wir haben draußen keinen gleißenden Sonnenschein. Wir haben sogar einen relativ bewölkten Tag. Trotz allem haben wir eine komplett andere Situation. Und jetzt kannst du bitte mal auflösen, von um die 30 Lux kommend, wenn du jetzt den Luxometer hinhältst, wo sind wir angekommen? Wir sind jetzt bei knapp 3000 Lux. Wir haben also den Faktor 100 dazwischen. Und Sie werden es vielleicht auch am Licht jetzt der Kamera sehen, das ist ein ganz anderer Raum mit einer ganz anderen Aufenthaltsqualität auf einmal. Lebensqualität, so wie wir sie haben wollen. Mein lieber Günther, schön, dass du heute mit dabei bist. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, auch an Sie herzliche Grüße hier aus dem Musterhaus in Fellbach. Eine Wohlfühlklimaheizung Plus, das sei gesagt, bei Beanshenker im Standard, hat eine Menge Vorteile. Es ist eine Lüftungstechnik, sie kann heizen, sie kann kühlen im Sommer. Sie sorgt dafür, dass die Luft, die von außen reinkommt, gefiltert wird. Das heißt Feinstäube, gerade hier in Stuttgart-Fellbach, sehr wichtig. Pollen, für Pollenallergiker, ich bin selber einer. Und auch Viren, das Thema Covid, diese Dinge werden rausgefiltert und diese frische, saubere Luft wird im Gebäude verteilt. Natürlich muss dann verbrauchte Luft abgesaugt werden aus Bädern, WCs, Küche und dieser Luftwechsel, der übrigens hier im Haus auch geregelt ist durch eine CO2-Regelung, der findet sozusagen alle zwei Stunden statt, sodass immer wieder neue Luft hier drin ist und das Klima permanent gut ist, vor allem im Sommer ein Highlight eben das Kühlen. Immer wieder ein zentrales Thema, Technikräume heute, viele Häuser auf Bodenplatte. Wir haben hier zur Eröffnung viele Kisten gestapelt. Was ist klassischerweise unter der Wohlfühlklimaheizung an dieser Stelle zu finden? Die weiße Ware, Waschmaschine, Wäschetrockner, heute sind es halt die Kisten. Reinhold, ein ganz herzliches Willkommen zur Eröffnung. Wir haben uns hier vor einigen Monaten genau an der Stelle schon mal gesehen. Für alle Zuschauer, die den Reinhold noch nicht kennen, für alle Zuschauer, die den ersten Teil unseres Fellbacher Films noch nicht geschaut haben, den Film, an dem wir hier an dieser Wand einen Modellversuch gemacht haben, an dem wir zum Produkt etwas gesagt haben. Und Reinhold, ich würde dich bitten, gib doch noch mal so ein, zwei, drei Schlagworte. Was haben wir in unserem Filmbeitrag alles gezeigt?
Ja, wir wollten demonstrieren, welche Tragfähigkeit die Knauf Hardboard aufweist. Dazu hatten wir ein Regal an die Wand geschraubt mit ganz normalen Schrauben und hatten meinen Freund Friedemann dort drauf positioniert. Und selbst sein zierliches Gewicht hat nicht dazu geführt, dass die Wand irgendwelche Beschädigungen aufgewiesen hat. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, schauen Sie sich auch den ersten Teil einmal an. Es ging weiter, du hast erklärt, aus welchen Bestandteilen die Hardboardplatte gefertigt wird. Schauen Sie sich das auf jeden Fall nochmal an. Und es würde uns freuen, auch an der Stelle laden wir nochmal ganz herzlich ein. Kommen Sie vorbei nach Fellbach und schauen sich das Haus an.